Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Steep. Zu Steep gibt es eine kleine, aber wirklich klitzekleine Geschichte. Ich habe mir dieses Spiel mehr oder weniger aus der Ferne angeschaut auf der Gamescom und habe mir gedacht, du bist nicht so der Rennspielfan oder der Sportspielfan, das begeistert dich jetzt nicht so sehr. Und irgendwann war bei dem Booth mal die Anstellschlange relativ klein und wir hatten noch viel Zeit, weil wir uns schon fast alles angesehen hatten und wir immer 3 Tage da sind. Und haben uns dann für Steep einfach mal angestellt und durften dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde, ich weiß es gar nicht mehr so genau, spielen. Und ehrlich gesagt hat mich das Spiel dann doch relativ angefixt, auch wenn ich es für meine Verhältnisse verdammt schwer fand. Aber ich bin ja in keinem Spiel wirklich gut. Daher wollte ich das Spiel euch auch einmal zeigen, weil es mir eigentlich echt Spaß gemacht hatte. Auch wenn ich 100 Mal gestorben bin. Oder runtergefallen bin oder zu langsam war. Egal, Steep ist ein Spiel, was in einer Schneewelt spielt. Man fährt, fliegt, keine Ahnung, in verschiedenen Varianten eben die Hänge herunter. Mit Skiern, mit Snowboard, Paragliden und noch irgendwas. Ich glaube, mit einem Wingsuit. Ja, ich glaube, es war ein Wingsuit. Ja. Verschiedene Hänge, verschiedene Aufgaben. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Steep. Das Spiel ist von Ubisoft. Und es lädt halt einfach ständig noch was runter. Ich habe auch den Game Pass, also den Season Pass. Jo, Gratulation, du hast soeben Steep Bonuspaket weißer Wingsuit freigeschaltet. Das Kostüm wurde in einem Athletenmenü hinzugefügt. Gratulation, du hast soeben das Steep Freestyle Bonuspaket. Okay. Holzfäller, okay. Nachtpaket, okay. John hier, kannst du mich gut hören, ja? Okay, also ohne Umschweife. Ich habe gesehen, was du kannst und bin beeindruckt. Aber mein Job ist es, dich so hart wie möglich ranzunehmen, um zu sehen, was wirklich in dir steckt. Wir fangen mit einem kleinen Wingsuit-Sprung an. Die Dropzone ist nicht weit. Also mach dich auf den Weg. Okay, da vorne ist die Dropzone, wir müssen da hinlaufen. Mit dem. Also ich spiele tatsächlich mit einem Gamepad. Mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten kann man hier so hin und her gucken, wie es eigentlich in jedem Spiel tatsächlich mittlerweile ist. Ja, mein Ziel ist, erreiche die Kante der Plattform. Ich bin gleich da. In echt würde ich mich hier nie hertrauen. Nie. Aber abgesehen davon, dass ich auch überhaupt nicht Skifahren, Snowboarden, Paragliden und Wingsuiten kann. Heißt das Wingsuiten? Keine Ahnung. Ja, ich könnte jetzt auch sprinten. Wähle den Wingsuit aus, indem du RB gedrückt hältst. Denk dran, deinen Flug kommt hinan, so kannst du dir jederzeit überwerfen, egal wo. Du brauchst nur einen Ort, der für den Absprung geeignet ist. Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist denn der Kontrollpunkt? Habe ich ihn schon verpasst? Ich habe keine Ahnung. Kann mir mal jemand zeigen, wo der Kontrollpunkt ist? Okay. Autsch. Ich möchte bitte nochmal. Ich drücke auch ständig die falsche Taste. Voll gut. Ich habe auch echt keine Ahnung, wo der Kontrollpunkt ist, Mann. Ich möchte wieder hier starten. Da. Hier, keine Ahnung, wo war ich denn? Hä? ja.
muss ich hin? Da muss ich runter? Oder wie oder was? Okay. Wow! Oh, ihr seht, ich bin voll gut. Nicht. Okay, jetzt muss ich da durch. Das sah gut aus. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. Jetzt zieh die Leine und zieh auf das Gebiet, das wir uns vorhin angesehen haben. Da geht es dann mit dem Snowboard weiter. Mal sehen, wie schnell du zwischen den Disziplinen wechseln kannst. Denn das wirst du hier ziemlich oft machen. Okay. Okay. Ich versuch's. Ich versuch's. Nochmal. Ihr seht, ich bin richtig, richtig fähig in Steve. So richtig. Okay, ich verstehe. Das ist Sprinten im Übrigen. Bereit? Wie das Snowboard. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, yes! Okay. Okay. Oh mein. Okay. Fuck. Spürst du das? Das ist das Leben. Total. Kann man noch irgendwie Tricks machen? Oh Gott, das wäre jetzt fast ein neuer Versuch gewesen, dabei wollte ich nur einen Trick machen. Oh. Cool. Ich weiß schon mal, wie man springt. Das ist aber immerhin schon mal etwas. Ja, voll gut, ne? Weich wie Butter, dann komm mal am Basislager vorbei. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens Tête du Danet. Dort nicht schwer zu finden sein. Basislager sind hier draußen unerlässlich. Nutze sie, um das Umfeld zu erforschen und neue Lines zu entdecken. Da bin ich. Ist das das Basislager? Scheiße. Willkommen im Basislager. Diesen Ort habe ich gewählt, weil er sehr zentral im Aravi-Gebiet liegt. Sieh dich mal um und dann verstehst du, was ich meine. Von hier aus kannst du gehen, wohin du willst. Aber wir müssen uns auch andere Orte erschließen, damit du auch neue Lines fahren kannst. Ich habe mir vorhin ein paar Orte angesehen, die ich dir zeigen möchte. Okay. Tot? Nein. Aui.
dummes Snowboard. Yeah, habt ihr das gesehen, Alter? Toll, oder? Jetzt wieder nochmal die anderen Orte an. Okay. Ja, aber ich soll noch zum Basislager zurück. Da bin ich aber ja nicht. Muss ja noch zur anderen Seite runterfahren. Oh, geil, eine Drohne. Cool. So gut. Ups. Oh, fuck, man. Ich bin, glaube ich, fast gestorben. Wow. Oh, komm, der war echt geil. Kann ich auch. Oh Gott. Nein! Wollte ich gar nicht. Scheiße. Gibt es massenweise Orte und Lines wie diese. Wenn du sie findest, nutze das Terrain, um die Disziplinen zu mischen. Damit alle sehen, wie gut du die verschiedenen Sportarten beherrschst. Ein paar der anderen Fahrer meinten, dass es auch abseits der üblichen Wege ein paar tolle Lines geben soll. Also versuch doch mal, sie zu finden. Und denk dran, nicht alles muss auf der Karte verzeichnet sein. Ich muss mich nur genauer umsehen, dann finde ich den Spot schon. Wunder. Sieht nach der Super Drop Zone aus. Mach dich auf den Weg, dann sehen wir es uns genauer an. Bin da. Was ist das hier? Geschicklichkeitsdrift Freerider. Okay, also könnte ich jetzt hier quasi mit denen ein Rennen starten, ja? Okay, ist ja gut. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Thank you.
Warum ist denn da immer noch einer schneller als ich? Ich fliege doch schon. So, gegen Felsen hier. Voll Schiss, wenn ich gegen Felsen fahre. Ich weiß gar nicht warum. Als wäre ich das in echt. Ist das Spiel eigentlich online? Also fahre ich gegen echte Gegner? Spitzenarbeit, mein Lieber. Es geht nur darum, deine Freeride-Skills zu präsentieren und mir zu zeigen, wie flüssig du die Lines abfahren kannst. Und das hast du getan. Zeigen wir es den Bergen. So, jetzt will ich da oben wieder hin zurück. Das habe ich ja schon geschafft. Steht das da jetzt auch irgendwo? Dass ich das geschafft habe? Oh, da will ich nicht hin. Ich möchte zum anderen. Nee. Challenge will ich nicht rein. Kann ich irgendwie... Genau, ich möchte bitte zu Fuß gehen. Das ist ja furchtbar. Jahre da hinten hin. Mit was fliege ich da? Okay. Okay. Das fängt ja gut an. Yeah.
Das ist unser Ort. Und heute ist ein guter Tag. Ich... Oh, yeah! Hä, kann ich da irgendwie oben hoch? Voll dumm. Ich stehe nicht mehr auf. Ich auch. Sag mal, bist du zu dumm? Mein Gamepad ist hier die ganze Zeit auch nur am Vibrieren. Über dich. Ich vergesse immer, den Fallschirm zu ziehen. Okay, hier gibt es noch mehr Spots wie die, die du schon ausprobiert hast. Aber um die besten Lines zu finden, brauchen wir auch die besten Orte, um sie zu erreichen. Okay, und das mache ich wie? Also da steht, wie viel ich geschafft habe in diesem Gebiet, wenn ich das richtig verstanden habe. 3 von 16 Dropzones, 2 von 23 Challenges, 1 von 19 interessanten Orten. Jetzt nehmen wir mal einen Helikopter. Nö, eigentlich weiß ich ja gar nicht, wie man die kauft. Wie du schon, benutzt das Fernglas, um danach zu suchen. Das ist perfekt, um neue Lines zu finden. Also benutzt es von Zeit zu Zeit. Noch in der Nähe ist ein Snowpark, der perfekte Ort, um deine ganzen Tricks vorzuführen. Außerdem gibt es noch eine tolle Paraglider-Strecke, die du einfach geflogen haben musst. Alle sagen ständig, dass ich sie mal ausprobieren soll. Also habe ich sie in deine Aufwärmübung eingebaut. Na los, probier beides aus. Okay. Wo ist denn die Paraglider-Strecke? Ist die hier? Scheint so, ne? Ah, das sieht doch geil aus. Okay. Oh, hello. Nein, runter. Oh, ich glaube, ich darf noch nicht durch die Ziellinie. Oh.
Böser Sturz. Ich muss echt besser aufpassen. Nochmal. Mit den Stunts funktioniert irgendwie nicht. Auf jeden Fall mal kein Gold. Okay, immerhin habe ich Landen hinbekommen. Bronze, na toll. Hier gibt's doch gar kein Bronze. Ach ja. Ich möchte gerade erstmal wieder zurück aufs Berg. Nee, aufs Bergpanorama. Und kann ich noch irgendwas anderes machen? Was sagen denn die Optionen? Ja, okay. Maus kann ich. Doch, Maus kann ich auch benutzen. Eye-Tracking, okay. Nein. Immer noch nein. Okay, ich glaube, ich möchte da gerade mal hin. Das Spiel spoilert im Übrigen voll, was ich für einen Controller benutze. Das ist voll gemein. Ich wollte nämlich keine Werbung machen, aber ich muss tatsächlich dazu mal sagen, nein, ich bin nicht von Microsoft oder Xbox oder was weiß ich bezahlt. Ich finde tatsächlich, dass diese Controller, und ich besitze eine Menge andere Controller. Holen wir mal hier einen zweiten raus, den habt ihr auch schon mal irgendwann gesehen. Und irgendwo... Danke, Kamera. Und irgendwo sitzt auch noch oder ist auch noch mein Nintendo-Controller. Zu sämtlichen Konsolen habe ich eigentlich irgendwelche Controller. Bald kommt der Nintendo Switch Pro-Controller dazu. Aber ich finde, der liegt tatsächlich am allerbesten in der Hand. Deswegen benutze ich für sämtliche PC-Spiele den Controller. Also für PC-Spiele, die man mit Controller spielt. Und Steep finde ich, Steep würde ich niemals mit was anderem spielen als mit Controller. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Aber dennoch wollte ich das jetzt eigentlich nicht mehr. Scheiße. Spürst du das? Ja, bla 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 bla. Aber ich wollte eigentlich dahin. Wollte ich dahin? Aber ich wollte die Challenge eigentlich nicht starten. Denn eigentlich wollte ich das Spiel beenden für heute. Genau. Zurück zu Windows.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimblejack. Bye bye, Little Baddies.